Wenn für die Fußballer die Winterpause begonnen hat, dann geht für die Futsaler die Saison erst so richtig los. Am 11. Spieltag der Futsal-Regionalliga empfangen die Betonboys den SV Paas-Neu-Isenburg. Die Gäste mit 2 Spielen weniger könnten bei 2 Siegen auf einen Punkt an die Betonboys heranrücken. Die hingegen wollen heute die inoffizielle Herbstmeisterschaft klarmachen und an Jahn Regensburg vorbeiziehen. Der SV mit einem Sieg am Vortag gegen den FC Deisenhofen und das Selbstvertrauen tragen sie direkt auf den Platz. Balleroberung, es geht über einen Konter. Miskovic muss zum ersten Mal parieren, Situation noch heiß und in der Mitte steht Anis Nassif. Goldrichtig für das 1:0 in der 5. Minute. Eine wunderschöne Vorarbeit von Husaini und Nassif hält den Kopf perfekt hin. Die Betonboys mehrfach personell angeschlagen, müssen heute urlaubsbedingt auf ihren Top-Torjäger Tino Gavric verzichten und die Unsicherheit merkt man ihnen an. Ballverlust und Pass ist wach. Wieder geht es über einen Konter, aber wieder ist Miskovic zur Stelle und hält seine Jungs im Spiel. Nach 10 Minuten fangen sich die Hausherren dann. Simic gibt das Spielgerät weiter auf Antonic und der fackelt nicht lang. Das 1:1 in der 12. Minute, trocken abgeschlossen mit der Pike in die untere Ecke. Und die Zweitplatzierten wollen jetzt die Führung. Es geht über Lujic und Cekic und der sieht in der Mitte nochmal Lujic. Da ist das 2:1, es kann manchmal so einfach sein. Innerhalb von 3 Minuten das Spiel gedreht, so schnell kann es eben gehen im Futsal. Einer hat jetzt richtig Blut geleckt. Cekic lässt seinen Gegenspieler stehen und versucht es selbst, Jafari zum ersten und Jafari zum zweiten. Was für eine Doppelparade des Keepers. Kurz vor der Halbzeit kommt der SV nochmal. Natürlich über einen Konter, über Erdem und der legt raus auf Toskovic. Der 2:2 Ausgleich 2 Minuten vor dem Pausenpfiff. Es schien, als würden die Betonboys davonziehen, aber nichts da. Neu-Isenburg ist wieder drin im Spiel. Mit 2:2 geht es dann auch in die Halbzeit. Die Gastgeber kommen etwas besser aus der Kabine. Antonic versucht es aus spitzem Winkel und wird belohnt für seinen Mut. Was für ein schönes Tor, der Doppelpack für Antonic, der eher für seine Verteidigungskünste bekannt ist. Hier belehrt er uns eines Besseren, dass er es technisch ebenso drauf hat. Aufstecken kennen die Gäste aber nicht. Es geht über Erdem, Miskovic scheint jedoch heute teilweise unüberwindbar. Vielleicht klappt es ja über eine Ecke, schnell ausgeführt und Erdem reagiert blitzschnell und staubt ab zum 3:3. Es ist eine regelrechte Achterbahnfahrt heute. Erdem macht das hier stark und bringt seine Mannschaft zurück ins Spiel. Vor allem 2 Akteure können sich heute auszeichnen. Die Torhüter. Miskovic hier mit der Parade. Auf der anderen Seite ist es Jafari mit einer klasse Fußabwehr. Tino Gavric ist heute nicht dabei, also liegt die Verantwortung ein bisschen bei Cekic, tankt sich hier durch und schweißt das Ding unter die Latte. Und da merkt man jetzt, wie sehr der Druck von ihm abfällt. Versuchte heute bisher viel, der SV deckt ihn aber gut zu und man sieht, wie wichtig ihm dieses Tor ist. 4:3, Führung wiederhergestellt, 9 Minuten vor Schluss. 2 Minuten vor Ende fangen sich die Gäste dann eine gelb-rote Karte durch 2 Wechselfehler ein und das eröffnet den Betonboys Raum zum Kombinieren. Cekic auf Simic und der legt nochmal quer auf Lujic. Das 5:3, das müsste es gewesen sein. Lujic jetzt auch mit einem Doppelpack heute. Klasse Partie von ihm. Die letzte Möglichkeit der Partie hat nochmal der SV. Toskovic schraubt eine Millisekunde vor der Sirene noch unten ein zum 5:4, aber viel ändert es nicht mehr. Die Betonboys gewinnen dieses spannende Duell und können sich Herbstmeister nennen. Beide Teams mit einem guten Auftritt. Die Hausherren dürfen sich heute vor allem bei ihrem Keeper bedanken, der fast alles rausfischte. Bei uns am Mikrofon war der Kapitän der Betonboys, Amar Cekic. Was es jetzt braucht, ist Konstanz, Woche für Woche, beziehungsweise wenn die Winterpause wieder vorbei ist, brauchen wir Konstanz. Wir müssen alle unsere Spiele gewinnen, dann sind wir am Ende auf 1. Und dann, glaube ich, gibt es noch eine Relegationsphase für den Erstplatzierten. Aber ich denke, dass die Regionalliga Süd mit die stärkste ist, deswegen sollten wir da dann auch Favorit sein, wenn wir die Liga dann als Erster hier abschließen.
Die Betonboys überwintern also auf dem Aufstiegsplatz. Im neuen Jahr geht es für die Jungs dann gegen Deisenhofen. Paas hat noch nicht Schluss, müssen morgen noch gegen Neuried und Futsal Allgäu ran.